Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie man über verschiedene Levels Variablen abspeichert, sobald man quasi von einem Level ins andere springt. Ja. Wir sind dazu im Third Person Template und möchten einen Actor erstellen. Ja. Und tun das mal in Doc Layout, gehen hier auf Content, rechte Maustaste, Blueprint Class Actor, ja, und dann schreiben wir hin BP-Punkte, ja, und öffnen das Ganze mal, so, und dazu tun wir hier eine Cube-Komponente hinzufügen, ja, ziehen das bisschen hoch, R-Taste und können das nochmal ein bisschen verkleinern, compilen, gehen hier in den Event Graph, löschen hier die dreimal und rechte Maustaste, Event, Hit. Ja. Und ziehen hier den Pin raus und Destroy Actor. Folgendes soll passieren: Sobald der Charakter diesen Actor berührt, soll er zerstört werden. Das probieren wir mal aus. Wir ziehen hier mal ein paar hier rein. Alt gedrückt Taste und ziehen, damit wir die auch mal mehrere. So. Und dann tun wir mal hier noch einen duplizieren und drücken auf Play. So. Ja, Shader. Also, der Charakter, der läuft hier durch und so verschwindet der Cube. Ja? Er wird quasi destroyed. Ja? Den Actor gibt es nicht mehr im Level. So. Wir wollen aber Folgendes. Sobald ein Actor quasi destroyed wird, soll eine Punktezahl, also ein Punkt erhöht werden. Diesen Punktvariable speichern wir mal im Third Person Character Blueprint. Ja? Dazu geben wir im Character Third Person. Third Person Blueprint BP Third Person Character. Ja? Und erstellen uns mal hier eine Variable. Ja? Plus und schreiben hier in Punktezahl. Ja? So, und statt Bool soll es ein Typ Integer sein. Compile. So. Genau. Jetzt haben wir mal einen Punkt im Third Person Character. Darauf wollen wir jetzt zugreifen. Und die Kommunikation wisst ihr ja in vorigen Videos: Cast to Third Person Character. Da oben ist es ja. Get Player Character. Und greifen wir hier auf die Punktezahl hin, ja, Punkte, get Punktezahl und ziehen hier den Pin raus und schreiben doppelt, tippen doppelt plus, ja, dazu erstellt er das Increment Node. Das Increment ist folgendes: Er erhöht die Punktezahl einmal plus 1 und setzt dann die neue Variable als den neuen Wert, ja, und dann soll er den Actor zerstören. So. Und das wollen wir ausgeben quasi beim Character und erstellen hier ein Event Tick, Print String. Und diese Punktezahl hier, den können wir ja rausziehen, Get Punktezahl und verbinde das mit dem InString, ja? Super. Compile. Tut mir leid. So, Play. So. Der Tick funktioniert. Oben links seht ihr die Punktezahl. Also 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte, bla bla bla. So, 7, 8 Punkte. Okay. Ja. So, jetzt wollen wir ein neues Level erstellen. So, dieser neue, also hier unter Blueprints Maps, hier habt ihr den Third Person Map. Ja. Und den erstellen wir mal neu, beziehungsweise kopieren den. Ziehen hier raus und dann steht hier Copy hier, ja, und dann steht hier Third Person Map 2. Den können wir mal umbenennen zu Level 02, ja, und den können wir, ja, müssen wir nicht umbenennen. Also, so, und hier oben links seht ihr, welcher Level geladen ist. Das ist der Third Person Map und jetzt speichern wir erstmal ab und das ist Level 2. Ja, die sehen gleich aus, so wie das Copy und Paste.
So, jetzt wollen wir mal beim Level 2 ein paar Sachen ändern, damit wir auch sehen, dass wir in einem anderen Level sind. Löschen wir ein paar Sachen. So, ein bisschen markanter. Ja. So. So, also das ist der Level 2 und das ist Level 1. Ja? So, im Level 1 wollen wir quasi ein Teleportationssystem erschaffen, in dem, wenn der Charakter da durchläuft, der zweite Level geladen wird. So. Dazu erstellen wir uns hier plus Place Actor Panel eine Triggerbox. Schreiben wir einen Trigger, ziehen das hier rein, drücken die R-Taste, um das Ganze zu skalieren. Bisschen hoch. So. So, jetzt gehen wir also das gedrückt halten, die Triggerbox gedrückt halten und markiert halten, Open Level Blueprint und dann Add Event Collision Add on Actor Begin Overlap. So, sobald ja, Overlap, dann Open Level by Name. Ja. Und welcher Level soll geöffnet werden? Dazu, das war ja Level 02. Steuerung, also F2 Steuerung. Gehen in Level Blueprint und fügen das hier rein und compilen. Jetzt gehen wir wieder zurück, drücken auf Play und schauen, ob das funktioniert. So, jetzt zeige ich euch kurz das Problem, worauf wir uns heute beziehen, was wir auch lösen möchten. Also, wir sammeln ja hier die Punkte, ja? Jetzt haben wir 8 Punkte. Und da ist das Portal, ja? Das sieht man im Moment nicht, aber ist dort. Sobald wir durchgehen, ladet Level 2 und es schaut euch die Punktezahl an. So. Wie viele Punkte? 0. Also wir fangen wieder bei 0 an. Eigentlich sollte es sein, dass es levelübergreifend, ja, Punkte abgespeichert werden soll. Und das funktioniert mit einem Blueprint Class, mit einem einzigen, also auch nicht mit dem Game Mode, weil der Game Mode wird auch in jedem Spiel, in jedem Level neu geladen. Der Charakter sowieso, das hat ja nicht funktioniert. Im Charakter wird es auch neu geladen. Das funktioniert mit dem Game Instance. Und dann erstellen wir uns mal. Jetzt sind wir wieder im Content, rechte Maustaste, Blueprint Class, All Classes und schreiben hier hin Game Instance. Ja, hier ist es schon. So, Select BP My Game Instance. Ja. So, Doppelklick und hier können wir die Variable erzeugen und schreiben hier hin Punktezahl. Ja, und der Typ ist nicht Boolean, sondern Integer. Compile. So, im Third Person Character, den können wir rauslöschen. Ja, den wollen wir ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr im Third Person Character, sondern im Game Instance. Jetzt müssen wir auch quasi im Project Settings Edit Project Settings sagen, dass er auch diesen Game Instance nutzen soll. Also in Maps and Modes. Hier stellt ihr ein, nicht Game Instance, sondern unseren BP My Game Instance, was wir abgespeichert haben. So. Gehen wir jetzt wieder mal auf unsere Punkte. Da wurden ja auch die Punkte hochgezählt. Jetzt weisen wir nicht mehr auf den Third-Person-Character, sondern auf welchen Klasse? Auf den, genau, Game Instance. Also, ziehen wir den Pin raus. Cast to Game. Nee, so hieß es nicht. BP unterstrich my game instance. Ja. Den Pin verbinden wir mal. Get game instance hier oben. So, das können wir rauslöschen. Nach rechts und ziehen hier raus und schreiben hier Punkte. Da. So. Also, dieser Verweis ist auf den BP game instance, nicht mehr auf den third person character, also auf diese Variable quasi. Ja. So, BP-Punkte. So, das können wir dann wieder hochzählen und am Ende wird destroyed quasi. Ja, so muss es funktionieren. Also nochmal compilen und schauen wir mal an, ob es funktioniert. Gehen auf Play. So, also der Tick läuft. Oben links seht ihr die Punkte. So, da haben wir, der zählt nicht hoch. Warum nicht? Schauen wir uns mal an. Ja. Genau, der Print String, der gibt ja Nullwerte an. Also Event Tick, da müssen wir wieder auf BP My Game Instance verweisen. Ja, wir wollen ja diesen Wert auslesen und
angeben. BP my unterstrich my game instance im Objekt get game instance und Punkte get Punktezahl und das nennen in String und das war's dann auch schon. Compile. So, jetzt liest er auch die Punktezahl von my game instance und gibt es dann im String an. So, geht auf Play. So, ein Punkt, zwei Punkt, drei Punkt, vier Punkt und so weiter und so fort. Jetzt, sobald wir durch dieses Portal gehen, müsste die Punktezahl abgespeichert sein. Und ja, sie ist abgespeichert und dann zählt ihr auch schon wieder hoch. Ja, da könnt ihr auch levelübergreifend quasi eure Punktezahl bzw. andere Variablen abspeichern. Ja. Genau, also das ist die Aufgabe heute gewesen. Das haben wir super bewältigt, sehr schön. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Natürlich ist es gut, sich auszutauschen. Und wenn ihr wenn ihr das Tutorial gut fandet und hilfreich, dann gerne Daumen hoch. Und vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.